Oh, ihr hier? Wie ich so wirklich mein YouTube-Video anfangen lassen. Hi, schön, dass du dran geblieben bist und nicht jetzt schon mit den Augen rollend abgeschaltet hast. Heute beschäftige ich mich mal mit etwas leichteren, fluffigeren Themen. Es geht um die Intention von AutorInnen, den Tod des Autors, Harry Potter, Matrix und Transgender. Na, klingt das nicht spannend? Und wie das alles zusammenhängt, seht ihr nach dem Intro. Ich habe kein Intro. Beginnen wir mit Matrix und der Hintergrundgeschichte des Films. Matrix ist ein im Jahr 1999 veröffentlichter Science-Fiction-Film, bei dem die beiden Wachowski... Kann ich nicht einmal vorher nachgucken, wie man das ausspricht? Matrix ist ein im Jahr 1999 veröffentlichter Science-Fiction-Film, bei dem die beiden Wachowski-Geschwister Regie führten und das Drehbuch dazu schrieben. Der Film wird bis heute als einer der wichtigsten Science-Fiction-Filme hochgehalten und ist nicht mehr aus der Popkultur wegzudenken. Dazu aber später nochmal mehr. Die beiden Sequels, Matrix Reloaded und Matrix Revolution, wurden dahingegen wesentlich schlechter aufgenommen, obwohl ich persönlich den zweiten Teil noch sehr genießen konnte. Die Wachowskis haben später unter anderem auch V wie Vendetta, Speed Racer, Cloud Atlas und Jupiter Ascending gedreht. Eine, sagen wir mal, etwas durchwachsene, aber dafür sehr interessante Filmografie. Lana Wachowski trat im Jahr 2012 das erste Mal als Transgender-Frau vor die Öffentlichkeit. Im Jahr 2016 vollzog auch ihre Schwester, Lily Wachowski, diesen Schritt und gab ein Interview in der Windy City Times, in dem sie über ihre Transidentität sprach. Ihr fragt euch vielleicht, was hat das jetzt alles mit Matrix zu tun? Bereits bevor die beiden Schwestern über ihre Transidentität sprachen, schwirrte eine Interpretation von Matrix durch die Weiten des Internets, in der viele Aspekte des Films als Metapher für Transgeschlechtlichkeit gelesen wurden. Nachdem die beiden Schwestern ihre Transidentität öffentlich gemacht hatten, wurden diese Interpretationen erneut aufgegriffen und intensiviert. Viele Transpersonen konnten eine neue Kraft aus den Filmen schöpfen. Und die gewonnene Interpretationsebene war ein starkes Identifikationsmittel für sie. Wer Cloud Atlas gesehen hat, wird dieses Aufbrechen von Geschlechterrollen nicht groß überraschen. Vor wenigen Monaten hat Netflix nun also ein Interview mit Lily Wachowski veröffentlicht, in der sie über den Film Matrix als Metapher für Transgeschlechtlichkeit spricht. Und die Reaktionen darauf waren, nun ja, gemischt. Während das Interview für die einen eine lang ersehnte Bestätigung der Interpretation war und als wichtiger Schritt für die Sichtbarkeit von Transidentität gefeiert wurde, gab es auch Stimmen, welche das für nachträglich übergestülpte Bedeutung hielten, die ja niemals schon bei der Erstellung des Skripts bedacht werden konnte. Ratet mal, in welchen Reaktionen immer eine gewisse Transfeindlichkeit mitschwang. Und Transfeindlichkeit ist leider auch die perfekte Überleitung zu unserem nächsten Themenkomplex, J.K. Rowling und Harry Potter. Harry Potter ist eine Kinder- und Jugendromanreihe der englischen Schriftstellerin J.K. Rowling. Erzählt wird die Geschichte der titelgebenden Figur Harry Potter, der an seinem 11. Geburtstag von seiner magischen Herkunft erfährt und fortan Schüler des britischen Zaubererinternats Hogwarts ist. Jeder der 7 Bände beschreibt ein Schul- und Lebensjahr von Harry Potter. Ich denke, ihr alle wisst, wer oder was Harry Potter ist. Und auch J.K. Rowling sollte allen ein Begriff sein. Wer jedoch nicht dem Harry Potter Fandom angehört, könnte einige der Entwicklungen der letzten Jahre verpasst haben. Deshalb bringe ich euch mal kurz auf den neuesten Stand. Nach den Veröffentlichungen der ersten Harry Potter Bände stand Rowling Fanfiction und Fanartworks zunächst sehr positiv gegenüber. Bereits im Jahr 2004 ermutigte sie ihre Fans regelrecht dazu und führte ein enges Verhältnis mit dem Fandom. 3 Jahre später hat sie dann begonnen, eigene Anmerkungen über ihre bereits abgeschlossenen Bücher zu machen und diesen so im Nachhinein Bedeutungsebenen hinzuzufügen. Später hat sie vor allem Twitter als Hauptquelle benutzt, um ihre Neuinterpretationen unter das Publikum zu bringen.
Viele dieser angedichteten Interpretationen sind mehr als problematisch und wurden von den Fans eher semi-gut aufgenommen. Okay, also das bedeutet, wenn Werwölfe jetzt eine Metapher für HIV sind und anscheinend durch das Beißen war Dumbledore also wirklich von anderen Menschen, ja, nicht in Harry Potter, obwohl er auch einer der Aber manche sagen ja dann auch, okay, er hat es vielleicht am Vorgang erzählt, ja dann da Puh, da soll mal einer durchblicken bei den ganzen Anmerkungen von Rowling. Ich muss gestehen, dass ich mich wirklich überhaupt nicht mit den Büchern auskenne. Als Kind habe ich zwar die ersten vier Teile gelesen und natürlich auch die Filme geschaut. Die letzten vier Filme habe ich aber erst vor ein paar Jahren nachgeholt. Allzu viel ist da nicht bei mir hängen geblieben. Deshalb fragen wir doch einfach mal den größten Harry Potter-Nerd, den ich kenne. Janka. Hey Janka, ich bräuchte mal deine Hilfe. Kannst du mir erklären, warum Werwölfe eine Metapher für HIV sein sollen und die Hysterie um Bloodborne Illnesses aufzeigen? Und by the way, darf ich deine Sprachnachrichten für das Video benutzen? Das Handy war aus. Ich habe die Sprachnachrichten schon vorher an sie geschickt, damit ich hier jetzt nicht sitzen und auf eine Antwort warten muss. Das steht alles so im Skript. Also das mit den Werwölfen, das hat zwei Seiten, würde ich sagen. Wenn sie das von Anfang an geplant hätte, als Metapher für AIDS zu nehmen, was ja passen würde, wegen der Dringlichkeit, die das Thema in den 90ern hat, dann ist es ein bisschen schwierig, wie sie diese Metapher aufbaut. Dann sollte sie vielleicht mal ihr Vorgehen dahinter fragen, weil der einzige Werwolf, den sie als gut kennzeichnet in der ganzen Geschichte, ist ja Lupin. Und der wurde dann als Kind gebissen und ist seitdem Werwolf und leidet darunter und ist ausgeschlossen. Und Eltern wollen nicht, dass er ihre Kinder unterrichtet, wenn das rauskommt. Und es gibt ganz viel Bias ihm gegenüber. Aber alle anderen Werwölfe, die sie im Buch zeichnet, vor allem, oh, jetzt fällt mir der Name nicht mehr ein, ist natürlich jetzt peinlich als Expertin, die zeichnet sie immer als total blutrünstige Leute, die einfach total geil drauf sind, zu beißen und anzustecken mit dieser Werwolfkrankheit. Was irgendwie eine schwierige Sache ist, wenn man über AIDS dann schreibt als Metapher, weil das ja was war, unter dem an AIDS erkrankte Menschen oder HIV-positive Menschen sehr gelitten haben und auch noch leiden, dass Leute diese Angst vor Ansteckung haben und dann die Werwölfe so zu schreiben, dass sie rumrennen und Bock haben, Leute zu beißen, halte ich für schwierig. Deswegen gab es ja auch diese Unterstellung, dass sie das eben im Nachhinein erst dazu gedichtet hat. Was ich mir vorstellen könnte, wo sie dann einfach saß und dachte, ach naja, passt doch ganz gut zusammen und dann vielleicht nicht so ganz auf dem Schirm hatte, was sie da so alles im Detail geschrieben hat über Werwölfe. Keine Ahnung, ich finde es ein bisschen billig. Das berühmt-berüchtigste aller Beispiele, Dumbledore ist homosexuell. Ja, damit ging das ja alles los, ne? Mit ihren Ergänzungen. Naja, da haben sich andere Leute schon viel schlauer drüber aufgeregt als ich jetzt. Aber das ist halt einfach offensichtlich, hat sie sich das im Nachhinein gedacht. Oder wie mit der Werwolf-Metapher einfach nicht gut ausgeführt, weil meiner Meinung nach, als ich die Bücher gelesen habe, da, weiß ich nicht, hat Dumbledores Sexualität für mich jetzt auch keine Rolle gespielt. Ich habe es jetzt einfach gelesen und Dumbledore war Dumbledore und war ein mächtiger Zauberer und hat coole und absolut nicht so coole Sachen gemacht. Und dann gibt es so ein, also es gibt in den ganzen Büchern keine Stellen, die sich einwandfrei so lesen lassen, dass man sagt, ach ja, und Dumbledore ist ja auch schwul, stimmt. So. Und dann hat sie diesen Tweet da abgesetzt, hat es auf so einer Pressekonferenz oder sowas gesagt. Und dann dachte ich auch erst, ah ja, ist ja voll cool. Ist ja total inklusiv, voll toll. Naja, und dann ist mir auch irgendwann aufgefallen, dass sie sich halt absolut nicht die Mühe gemacht hat, in irgendeiner Form ihn wirklich so zu kennzeichnen und wirklich vielleicht einen coolen, mächtigen Zauberer zu schreiben, der auch noch obendrauf schwul ist, sondern einfach im Nachhinein sich dachte, ach, wäre doch cool, wenn der schwul ist. Und was hat es damit auf sich, dass Harry Potter Israel supportet? Ja, das habe ich noch nie gehört. Wie gesagt, ich habe aufgehört, das zu verfolgen, als sie behauptet hat, Zauberer würden einfach nicht aufs Klo gehen, sondern das Wegzaubern. Keine Ahnung. Das ist mir zu wirr und es geht mir auch zu sehr auf diese sehr heikle Nahost-Thematik ein. keine Ahnung, was dabei los ist. Ich habe es jetzt gerade mal kurz gegoogelt und habe dann auch nur die Überschrift gelesen, dass sie Israel kritisiert hat, aber gleichzeitig auch gesagt hat, dass Harry Potter Israel supporten würde. Das ist einfach, entweder war es ein Witz oder sie ist einfach
Da habe ich wirklich kein Verlangen, mir irgendwas draus zu erschließen. Wahrscheinlich geht es darum, dass Harry Potter so ein Typ ist, der einen Sinn für Gerechtigkeit hat. Aber politisch heikles Thema und weiß nicht, ob es wichtig ist, was ein fiktiver Charakter zur Israel-Politik zu sagen hätte. Nun gut. Und Dudley oder Dudley und Harry sehen sich noch ab und zu? Also der heißt Dudley, aber ich habe den früher auch immer Dudley genannt auf jeden Fall, weil ich noch kein Englisch konnte, als ich das Buch gelesen habe. Noch ein Klassiker, Hermine ist eine Person of Color. Ja, das ist ähnlich wie bei Dumbledore, der schwul sein soll. Haben sich auch Leute wesentlich besser drüber aufgeregt als ich jetzt. Aber es ist halt auch, also das kann ich mir nicht anders erklären, als den ziemlich plumpen Versuch, irgendwie das Buch inklusiver zu machen, als es war, weil sie natürlich die Kritik abbekommen hat, dass es ein sehr weißes Buch ist. Oder alle, also die meisten handelnden Figuren, also alle Hauptfiguren sind halt weiß. Und dann einfach zu sagen, also sie hat, glaube ich, das wurde ein bisschen verdreht. Sie hat nicht gesagt, dass sie das war, sondern sie hat gesagt, sie hat Hermine sich immer als Person of Color vorgestellt. Ich glaube, sie hat wirklich gesagt, als Black vorgestellt. Und das war, glaube ich, im Zusammenhang damit, dass, kann ich auch falsch liegen, aber ich glaube, es war im Zusammenhang damit, dass für The Cursed Child in London, als es aufgeführt wurde, Hermine, da wurde eine schwarze Frau gecastet. Und dann hat J.K. Rowling halt gesagt, dass sie sich darüber voll freut, weil sie hat Hermine ja auch immer als Black imagined. Kann man halt sagen. Und dann gab es aber immer wieder diese Beispiele von Leuten, die dann halt so rausgesucht haben, irgendwie gab es so ein Zitat, dass Hermines Gesicht hinter einem Baum vorgeguckt hat und sie schneeweiß im Gesicht vor Schock war oder irgendwie so Sachen, wo dann immer gesagt wurde, wenn du sie dir wirklich als schwarz oder als Person of Color vorgestellt hast, wie kommt es dann, dass du sie so eindeutig als weiß beschrieben hast? Es hält halt auch, das ist wieder so eine Aussage, die halt überhaupt nicht standhält, wenn man sich die Bücher einfach nochmal anguckt. Also offensichtlich kann sie die nicht als nicht weiß sich vorgestellt haben, sonst wären solche Sätze ja nicht passiert. Denke ich mir jetzt. Aber wie viel ist das Wort von AutorInnen überhaupt wert, wenn es nicht in dem zu betrachtenden Text niedergeschrieben ist? Und wo genau liegt der Unterschied zwischen den Aussagen von J.K. Rowling und Lily Wachowski? Um dem Ganzen auf den Grund zu gehen, müssen wir uns zunächst einmal unterschiedlichen Theorien zu der Intention von AutorInnen widmen und natürlich kommen wir auch nicht an Foucault mit seinem Poststrukturalismus, Barth und dem Tod des Autors vorbei. Also schnappt euch euren besten Absinth und rollt eure schwarzen Rollkragenpullis nach oben. Was? Ach, das sind die Existenzialisten. Na, dann schmeißen wir doch vielleicht noch ein bisschen Sartre dazu. Spaß. Sartre und seinen Existenzialismus habe ich nie verstanden. Hier wird es jetzt etwas theoretisch und trocken. Aber ich verspreche euch, ich will da auf was hinaus. Außerdem gibt es immer mal wieder ein paar Fun Facts und am Ende wartet sogar ein witziger Einspieler auf euch. Wenn wir uns unterschiedliche Texte zu Theorien über AutorInnenschaft anschauen, wird schnell deutlich, dass sich das Gebiet grob in drei Herangehensweisen unterteilen lässt. Einerseits haben wir in der Literaturwissenschaft die Fokussierung auf die AutorInnen an sich. Es wird versucht, ein Werk anhand von Erlebnissen der AutorInnen und der dahinterstehenden Intention zu betrachten. Die Intention wird dabei als bewusste oder unbewusste Absicht der Schreibenden definiert und kann und muss sogar in der Interpretation rekonstruiert werden, um das Werk wirklich zu verstehen. Für diese Rekonstruktion sind textexterne Quellen, also alles, was nicht in dem zu besprechenden Text selbst enthalten ist, dementsprechend dringend heranzuziehen. Es spielt für die VertreterInnen dieser Theorie also eine große Rolle, in welcher Gesellschaft und zu welcher Zeit die AutorInnen gelebt haben, da ihr Schreiben zwingend dadurch beeinflusst wurde. Die zweite Herangehensweise stellt den Text in den Mittelpunkt und macht ihn somit zu unserem zentralen Bezugspunkt. Die Bedeutung wird also losgelöst von der Intention, auch wenn diese natürlich noch Einfluss auf den Text ausüben kann. Wenn es aber nicht möglich ist, die Bedeutung anhand des Textes abzulesen, ohne textexterne Quellen zu Rate zu ziehen, dann ist die schreibende Person gescheitert. Somit wird die Intention zu keinem sinnvollen Maßstab für das Gelingen eines Kunstwerks. So, und als letztes kommen wir zu Barth und dem mitunter wichtigsten Text für die moderne Interpretation der AutorInnenschaft, der Tod des Autors. Hier werden weder der Text noch die AutorInnen in den Fokus gerückt, sondern die Leserschaft selbst.
Barts Tod des Autors selbst muss ironischerweise unbedingt im Kontext seiner Zeit betrachtet und gelesen werden. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts stellte er sich mit seinen überspitzten Theorien gegen die französische Philosophenelite. Wenn Barth also vom Tod des Autors spricht, ist dies nie ganz wörtlich zu nehmen. Für die AnhängerInnen dieser Theorie ist es die Sprache selbst, die zu der Leserschaft spricht. AutorInnen setzen den Text lediglich aus Fragmenten bereits existierender Textbausteine zusammen, ohne dabei wirklich etwas Neues zu erschaffen. Und somit ist es dann auch an den LeserInnen selbst, dem Text Bedeutung zu geben. Was damit einhergeht, ist die Auflösung des Gedankens an eine richtige Bedeutung. Interessant ist bei der ganzen Thematik vielleicht auch noch, dass sich die Fokussierung auf AutorInnen in den letzten Jahrhunderten immer wieder verändert hat. So gab es zu Beginn so gut wie nie offizielle AutorInnen und vieles wurde mündlich weitergetragen, bis eine Person beschloss, die Geschichte schließlich aufzuschreiben. Im 18. Jahrhundert begannen die Menschen schließlich, sich mehr auf AutorInnen und ihre Biografien zu stützen. Ab dem 20. Jahrhundert kamen schließlich wieder Theorien auf, welche diese Fixierung in Frage stellen. Und bis heute gibt es keine abschließende Beantwortung der Frage, wie wichtig sind AutorInnen bei der Interpretation ihrer Werke. Im Gegensatz zur Kunst war es übrigens in der Wissenschaft früher immer wichtig, wer einen wissenschaftlichen Text veröffentlichte. Heutzutage spielt das kaum noch eine Rolle. Viel wichtiger ist der Text selbst. Fassen wir einmal kurz zusammen. Egal, ob man jetzt AutorInnen, den Text oder LeserInnen in den Mittelpunkt stellen will, bei einem wichtigen Punkt sind sich viele einig. Die Bedeutung, wenn man es so nennen möchte, muss innerhalb des Textes selbst zu erkennen sein. Textexterne Informationen können dabei lediglich als bestätigende Instanz herangeführt werden. Okay, vielleicht würde Edgy Boy Bart diese Aussage vehement widersprechen. Wir können aber nicht abstreiten, dass wir noch immer in einer Gesellschaft leben, die sich extrem auf AutorInnen fokussiert. Das zieht sich durch unser gesamtes modernes Leben. Egal ob Popstars, PolitikerInnen oder RegisseurInnen. Wir kleben an den Lippen dieser Individuen und können den Einfluss, den sie auf unsere Wahrnehmung von Kunst besitzen, nicht so leicht abschalten. Selbst Foucault beschreibt eine Gesellschaft, in der das Fiktive in einem absolut freien Zustand operieren könnte, als reinen Romantizismus. Außerdem wäre dieses Video schon vor 5 Minuten vorbei gewesen, wenn wir den Tod des Autors wörtlich nehmen würden. Also dann, wenden wir unser neu erlangtes Wissen doch einmal an und schauen, wie sich das bei J.K. Rowling so verhält. So langsam müssen wir den Elefanten im Raum ansprechen. Der Elefant ist eine TERF und nennt sich J.K. Rowling. TERF steht für Trans-Exclusionary Radical Feminist und beschreibt FeministInnen, die in ihren feministischen Themen Transpersonen und vor allem Transfrauen radikal ausschließen. Alles fing damals damit an, dass Rowling eine Reihe von Tweets geliked hat, in denen Transidentität unter anderem mit Blackfacing verglichen wurde und Transpersonen beschuldigt wurden, lediglich sexuelle Befriedigung daraus zu ziehen, sich wie Frauen behandeln zu lassen. Ich hoffe, ich muss euch nicht erklären, warum das eine absolut ekelhafte Einstellung ist. Ich verlinke euch hier aber mal ein Video von der wunderbaren Sarah Z, welches genauer auf diesen Sachverhalt eingeht und gerne als Ergänzung zu meinen folgenden Punkten angesehen werden kann. Viele Fans begannen daraufhin so zu tun, als wäre Harry Potter nicht von J.K. Rowling geschrieben worden oder gar AutorInnenlos, um die Bücher von den Einstellungen der Autorin zu trennen. Ein wunderbares Beispiel für eine reale Umsetzung von Barths Theorie Tod des Autors. Leider führt diese Theorie in der Realität zu einigen Problemen. Das größte Problem dabei ist, dass sich Ideologien in den Werken von KünstlerInnen niederschlagen können, ob bewusst oder unterbewusst. Nehmen wir zum Beispiel einen anderen, sehr problematischen Autor, H.P. Lovecraft, der Erfinder des modernen kosmischen Horrors. H.P. Lovecraft war durch und durch ein Rassist, der People of Color als minderwertig ansah. Diese Weltanschauung wird nicht nur in seinen Anfangswerken explizit so verbreitet, sondern findet sich auch in vielen seiner privaten Briefe wieder. Wenn es zu seinen späteren Werken kommt, liegt der Fokus jedoch auf dem kosmischen Horror. Trotzdem durchzieht sein Rassismus sein gesamtes Schaffen, da diese Einstellung so tief in ihm verankert war. Ähnlich ist es leider auch bei J.K. Rowling. Schauen wir uns zum Beispiel die Beschreibung von Rita Kimkon einmal genauer an.
Sie wird als Frau mit großen Händen und Fingern sowie einem schwer kiefrigen Gesicht beschrieben, welches eindeutig männlich gelesene Attribute sind. Außerdem besitzt sie einen starken Händedruck mit ihren großen männlichen Händen. Ich zitiere: Rita Kimkorn hat eine kunstvolle und auffällig steife Lockenfrisur, die überhaupt nicht zu ihrem schwer kiefrigen Gesicht passen wollte. Und jetzt ratet mal, welche Figur in dem Harry Potter-Universum ihre Form verändert hat, um Kindern nachzuspionieren. Das schließt leider genau daran an, dass Rowling heute der völlig haltlosen Ansicht ist, dass Transpersonen und vor allem Transfrauen in Umkleiden anderen Schaden zufügen würden. In den Harry Potter-Büchern und in anderen ihrer Werke finden sich noch mehrere sehr problematische Themen. Wie zum Beispiel die Hauselfen, welche als Sklaven dargestellt werden, die nicht befreit werden wollen. Oder die Darstellung der Goblin-Banker, welche sich eindeutig an den antisemitischen Stereotypen gegenüber Juden bedient. Gierige Banker mit Hakennasen, die die gesamten Schätze der Zauberwelt verwalten. Das heißt natürlich nicht, dass J.K. Rowling automatisch eine Rassistin oder Antisemitin ist. Dennoch hat sie während dem Schreiben diese Stereotype und Ansichten reproduziert, und wir kommen nicht umhin, diese zu interpretieren. Um es mit Gerard Jeannettes Worten zu sagen, das vom kompetenten Leser konstruierte Bild ist treuer als die Vorstellung, die der Autor sich von sich selbst machte. Fun Fact! In Rowlings neuestem Buch geht es unter anderem um einen männlichen Killer, der sich manchmal Frauenkleider anzieht, Frauen ermordet und sich selbst als girlish bezeichnet. Fun Fact Ende! Samantha Lux fasst das in ihrem Video sehr gut zusammen. Ich verlinke euch das mal. Durch die ganzen im Nachhinein hinzugefügten Anmerkungen von J.K. Rowling stehen wir außerdem vor einem weiteren Problem bei der Betrachtung ihrer Bücher. Wenn man Rowling beim Wort nimmt, muss man sich darüber bewusst werden, wie sich hinzugefügte Details auf alle Bücher auswirken. Und ich meine wirklich alle 4346 Seiten. Schließlich wäre es nach ihrem Ermessen jetzt Teil des Kanon. Nehmen wir einmal die vorhin von Janka beschriebenen Werwölfe als Metapher für HIV, die eine Hysterie um durch Blut übertragbare Krankheiten aufzeigen sollen. Wie gehen wir also mit dem Fakt um, dass fast alle Werwölfe in den Büchern böse sind und Kinder infizieren wollen? Werden somit nicht Personen mit HIV als Triebtäter dargestellt, die sich auf kleine Kinder stürzen? Was übrigens auch stark an homofeindliche Klischees erinnert. Eine einzige unbedachte Veränderung zieht so viele neue Interpretationen mit sich, die du als Autorin gar nicht kontrollieren kannst. Oder die Behauptung, dass Hermine eine Person of Color ist. Bedeutet das, dass es in Hogwarts und der normalen Welt keinerlei Rassismus gibt? Wir haben schließlich 7 oder 8 Bände mit hunderten von Seiten und nicht eine Erwähnung von Rassismus gegenüber einer der Hauptcharaktere. Und gleichzeitig spielt aber die an Rassismus angelehnte Haltung gegenüber Muggeln eine so große Bedeutung in den Büchern. Jede einzelne Ergänzung zieht einen so langen Rattenschwanz mit sich. Vor allem, wenn eben deutlich wird, dass die Ergänzungen nicht von Anfang an bedacht wurden. Ein weiterer wichtiger Punkt ist, dass der Leserschaft durch diese Art des Vorgehens die Motivation genommen wird, sich eigenständig Gedanken über das Werk zu machen. Schließlich könnte Rowling mit nur einem Tweet all deine Gedanken zunichte machen. Der Ansporn zum eigenen kritischen Lesen wird somit stark geschwächt und sogar aktiv unterdrückt. Nun müssen wir uns aber folgende Frage stellen. Wie wichtig sind diese Anmerkungen von J.K. Rowling? Und welche Rolle spielen diese bei der Interpretation ihrer Werke? Und natürlich müssen alle diese Fragen für sich selbst beantworten. Und es gibt hier kein richtig oder falsch. Jedoch können uns die Theorien dabei helfen, diese Fragen für uns selbst zu beantworten. Wenn wir von der Interpretation ausgehen, dass die AutorInnen-Intention im Mittelpunkt steht, dann drängt sich uns folgende Frage auf. Sind die später hervorgebrachten Details wirklich Teil der Intention oder im Nachhinein dazu gedichtet worden? Dazu muss natürlich der Text an sich betrachtet werden. Lassen sich die textexternen Informationen durch textinterne Stellen bestätigen? So können wir davon ausgehen, dass sie mit ihren Aussagen ihre ursprüngliche Intention stützt. Das muss natürlich bei jeder Aussage einzeln betrachtet werden und würde hier einfach den Rahmen sprengen. Außerdem bin ich dafür nun wirklich nicht der richtige Ansprechpartner. Aber vielleicht gibt es dazu ja ein kleines Weihnachtsspecial. Wer weiß? Gehen wir dahingegen von der Theorie der Verselbstständigung des Textes aus, so spielt die Interpretation von J.K. Rowling keine größere Rolle als die Interpretation jedes einzelnen Lesenden.
auch wenn sich hier natürlich Unterscheidungen innerhalb der Interpretation selbst treffen lassen. Erinnert ihr euch noch an das vorhin eingeblendete Zitat von Umberto Eco? Wahrscheinlich nicht. Naja. Doch jetzt hat sich der Text verselbstständigt und der empirische Autor muss schweigen. Es gibt noch einen Zusatz, den ich nicht mitzitiert habe. Manchmal ist der empirische Autor jedoch als exemplarischer Leser gefragt. J.K. Rowling tritt also mit ihren Anmerkungen als exemplarische Leserin auf die Bildfläche und kann uns bestätigen, ob eine Interpretation überhaupt im Bereich des Möglichen liegt. Für Barth wiederum wird der moderne Schreiber im selben Moment wie sein Text geboren. Somit ist die komplette Existenz dieses Schreibers auf den Zeitpunkt der Erstellung des Romans fixiert. Er besitzt kein Vorher oder Nachher. Alle nachträglichen Anmerkungen von J.K. Rowling wären dementsprechend irrelevant, beziehungsweise würde sie auch hier nur als exemplarische Leserin auftreten. Fans, die also behaupten, dass Rihanna Harry Potter geschrieben hätte, sehnen sich nach dem Tod der Autorin. Und diese Sehnsucht ist mehr als verständlich. Schließlich ist Harry Potter für viele ein wichtiger Teil ihrer Kindheit. Hinter den Anmerkungen von J.K. Rowling verbirgt sich jedoch teilweise mehr als das simple Hinzufügen von unwichtigen Details. Hinter den Anmerkungen verbirgt sich eine gewisse Ideologie. Wenn J.K. Rowling behauptet, dass Dumbledore homosexuell ist, dann tut sie dies auf Grundlage einer gewünschten Diversität, für die sie während dem Schreiben der Bücher nicht bereit war einzutreten. Es gibt zwar auch in den Büchern Hinweise darauf, dass Dumbledore in Grindelwald verliebt war. Doch als es dann zur Veröffentlichung eines Films kam, der sich explizit mit dem Verhältnis von Dumbledore und Grindelwald auseinandergesetzt hat und Rowling immer noch nicht bereit war, dieses Liebesverhältnis eindeutig in dem Skript unterzubringen, zerfiel für viele Fans auch dieses Luftschloss. Egal welchem Ansatz ihr jetzt letztendlich folgen wollt, solltet ihr euch immer einen kritischen Blick auf ein Kunstwerk bewahren. Und niemals aufhören, Fragen zu stellen. Als kompetente LeserInnen ist euch mit Sicherheit schon aufgefallen, dass sich das Thema Transgender wie ein roter Faden durch das gesamte Video gezogen hat. Bevor es hier also zu irgendwelchen Fragen über meine Einstellung zu dem Thema kommt, einmal ganz klar. Die beiden Wachowski-Schwestern waren schon immer Frauen. Es gab lediglich einen Findungsprozess und das damit einhergehend von Sichtbarkeit in der Öffentlichkeit. Schlagzeilen wie »Die Matrix-Brüder sind jetzt Schwestern« vermitteln eine Transfeindlichkeit und machen deutlich, wie sehr dieses Bild in unseren Köpfen verankert ist. Das hätte ich vielleicht lieber mal 20 Minuten früher sagen sollen. Oder 30 Minuten? Ich liege wahrscheinlich auch wieder völlig daneben mit der Einschätzung, wie lange dieses Video geht. Aber heute soll es um die Intention von AutorInnen gehen. Fangen wir also noch einmal von vorne, bei der Interpretation von Matrix als Transgender-Metapher an. Na, hört sich das nicht gut an, so spät im Video nochmal von vorne anzufangen? Die Argumente für diese Interpretation schwirren schon seit Jahren im Netz herum. Und ich werde hier einige Anhaltspunkte zusammenfassen, damit ihr ein Verständnis dafür bekommt, worauf sich diese Theorie stützt. Der Artikel ist in der Beschreibung verlinkt. Die folgenden Argumente sind mehr oder weniger freie Übersetzungen der Argumente aus dem verlinkten Artikel. Neo wird als androgyner Mann dargestellt, der sich jeden Morgen einen Anzug anzieht, auf die Arbeit geht, aber einfach nicht reinpasst oder dazugehört. Egal wie sehr er probiert, sich einzufügen. Also verbündet er sich mit einer Gegenkultur, welche sich im Untergrund fernab von seiner Jobwelt befindet. Aber selbst dort scheint er nicht wirklich reinzupassen und niemand versteht ihn so richtig. Auf Partys stellt er sich lediglich in die Ecke und beobachtet das Treiben. Nichts scheint so richtig zusammenzupassen, bis eine befreiende Kraft in Form von Morpheus und eine unterdrückende in Form von Agent Smith auf der Bildfläche erscheinen. Neo besitzt zwei Namen, Mr. Anderson und Neo. Er versucht, seinen alten Namen abzulegen und sich so eine neue Identität zu schaffen, welche ihm von Mr. Smith, also von der unterdrückenden Gesellschaft, verwehrt wird. Die rote Pille repräsentiert schließlich einen Point of No Return und wird ihm von seinem Mentor angeboten. Nachdem Neo die Pille schluckt und in der Matrix aufwacht, wird schließlich sein Körper neu zusammengesetzt, um endlich der zu werden, der er immer war. Dieses Unwohlsein im eigenen Körper, das Gefühl, nicht dazuzugehören und nicht zu wissen, was nicht stimmt, das alles beschreibt genau die Realität von vielen Transpersonen. Die Parallelen sind wirklich extrem spannend und ich kann euch den verlinkten Artikel nur ans Herz legen, falls ihr euch mehr damit beschäftigen wollt.
Für meine Ausführungen werde ich Sie doch bei dieser kurzen Einführung in das Thema belassen. Vor ein paar Monaten hat Lilly Wachowski ein Interview zu der Thematik gegeben. Und es gingen Schlagzeilen durch die Presse wie: Lilly Wachowski bestätigt, Matrix ist eine Trans-Allegorie. Allerdings lohnt es sich hier einmal genau auf ihren Wortlaut zu schauen. I don't know how present my transness was in the background of my brain as we were writing it, but it all came from the same sort of fire that I'm talking about. And because trans people exist in this, especially for me and Lana, you know, we were existing in this space where the words didn't exist, so we were always living in a world of imagination. Für mich liest sich dies nicht wie eine komplette Bestätigung, dass Matrix in seiner Gänze eine Trans-Allegorie ist, sondern vielmehr, dass Lilly anerkennt, dass sich das Thema Trans unterbewusst in dem Skript niedergeschlagen hat. Im Gegensatz zu Rowling tritt sie hier nicht als allwissende Autorin auf die Bildfläche und erklärt uns allen mal kurz, wie das alles gemeint war, sondern vielmehr als exemplarische Leserin, die diese Interpretation für sehr schlüssig hält. Dann liegt ein großer Unterschied zu den Allmachtsfantasien gewisser Autorinnen, die alleine über ihre Werke herrschen wollen. Lilly hat eine Interpretation gelesen, diese mit ihrer eigenen Lebenserfahrung abgeglichen, anhand ihres Werkes analysiert und ist zu dem Entschluss gekommen, dass es sehr gut möglich ist, dass sich ihre Identität als Transperson in den Werken niedergeschlagen hat. Die Zeichen dafür sind textintern gegeben und wurden nun durch textexterne Informationen verstärkt. Doch spielt dies überhaupt eine Rolle? Die textinternen Informationen wurden gefunden, interpretiert und gaben einer diskriminierten Gruppe Kraft und Hoffnung. Was wäre gewesen, wenn sich die Autorin gegen diese Interpretation gestellt hätte? Würden wir dem Tod des Autors folgen oder das Eigenleben des Textes anerkennen, würde dies nur eine sehr geringe bis gar keine Rolle spielen. Der Film könnte also noch immer als Identifikationsanker dienen. Doch leider leben wir nicht in einer perfekten Welt, in der Kunst losgelöst von ihrem Ursprung existiert. Und es wäre mit Sicherheit ein schwerer Schlag für viele Menschen gewesen. Ich habe einmal einen Tweet zu J.K. Rowling von einer Transperson gelesen, der in etwa so lautete: Für mich waren die Harry Potter Bücher immer eine Flucht in eine Welt, in der mich alle so akzeptieren, wie ich bin. Mit den Aussagen von Rowling ist mir nun bewusst geworden, dass ich nie in Hogwarts willkommen gewesen wäre. Unabhängig davon, was die Bücher von Rowling dieser Person vermittelt haben, hat sie es nun geschafft, eine ganze Gruppe von Menschen aus ihnen auszuschließen. Die Aussagen von Lilly Wachowski tragen also nicht nur ungemein dazu bei, dass sich eine Personengruppe mehr akzeptiert fühlt, sondern auch, dass das Thema eine breitere Masse erreicht und somit für eine Sichtbarkeit von diskriminierten Gruppen sorgt. Ich kenne das nur allzu gut von mir selbst. Wenn ich einen Text lese oder einen Film schaue, ist mein erster Anhaltspunkt für eine Interpretation immer meine eigene Realität. Wenn also diese eigene Realität Transpersonen nicht im Blick hat, fehlt mir ein wichtiger Baustein zur Interpretation von Matrix. Vielleicht haben wir also alle einfach mal diese Red Pill von Lilly gebraucht, um unsere eigene Realität zu erweitern. Fun Fact! Die Red Pill-Metapher wurde vor Jahren von der Alt-Right- und Männerrechtsbewegung gekidnappt, um für ein Aufwachen aus dem linksverseuchten Feminismus einzustehen. Wie ironisch ist es also bitte, dass diese nun offiziell als Metapher für Transpersonen bestätigt wurde? Und warum sind heute eigentlich alle meine Fun Facts so unglaublich traurig? Fun Fact Ende! Unsere moderne Gesellschaft besitzt noch immer eine ungesunde Fixierung auf AutorInnen. Dank Social Media vielleicht sogar mehr als jemals zuvor. Wenn ich etwas liebe, dann will ich alles dazu in mich aufsaugen und suche nach den kleinsten Krümeln, die mir eine Interpretation oder eine Einordnung erleichtern. Als ich das erste Mal Lovecraft gelesen habe, war ich unglaublich froh darüber, dass ich eine Version mit einem ausführlichen Vorwort in die Hand bekommen habe, in der der Text geschichtlich und gesellschaftlich eingeordnet wurde. Dies hat zu einer wesentlich kritischeren Leseart meinerseits geführt und somit zu einem besseren Leseerlebnis. Einerseits ist es natürlich toll, dass AutorInnen für uns gefühlt nur eine App entfernt sind. Und am Beispiel von den Wachowski-Schwestern sieht man auch, wie befreiend das für einige Menschen sein kann.
Jedoch müssen wir aufpassen, nicht jedes Wort von ihnen stumm anzunehmen und uns weiterhin eigenständig Gedanken dazu machen. Jetzt habe ich so lange geredet und so viele Fragen aufgeworfen und ihr fühlt euch vielleicht dennoch kein Stückchen klüger, da ich so gut wie keine der Fragen abschließend beantworten konnte. Doch wie wichtig ist das überhaupt? Und ist es nicht wunderbar, dass jede Person Kunst so interpretieren kann, wie sie will? Fun Fact! The members of Rage Against the Machine are well known for their leftist, anti-authoritarian. Wieso kann ich ja nicht lesen? The members of Rage Against the Machine are well known for their leftist, anti-authoritarian and revolutionary political views, and almost all of the band's songs focus on these views. Revolutionary Fun Fact Ende.